Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fishing by MC. So, ich habe jetzt mal offline ein bisschen die Karte aufgedeckt. War nicht viel. Geht schon ziemlich Zeit drauf und wir holen die Netze jetzt rein. Die sind jetzt soweit fertig zum Einholen. Da gucken wir jetzt mal, wie das jetzt funktioniert. Dann bin ich auch mal gespannt über der Ertrag, den wir dann haben. Ja, die sieht jetzt langsam wieder rauer. Ich habe noch einen Screenshot gemacht. Netz, jawohl. So, jetzt bin ich mal gespannt. D, W, S. Ah, Minispiel, guck mal da. Wobei. Mann, was Brogge. Da. Jawohl. Ah. Ja, mit dem Mauspad, Leute, das ist... Muss man mal Neues holen, weil das regiert nicht mehr so richtig. Jetzt gehen die Schoren. Ja, egal. Also im Netzfang sind die Fische auf jeden Fall größer und schwerer. Jetzt. Wieso mir voll? Oh shit. Oh shit. Das ist jetzt aber gar nicht gut. Ach, oh fuck. Und wenn wir jetzt mal zurückfahren, bis wir da oben sind, ist das nicht weg. Ich probiere es jetzt mal da oben hinzufahren. Na, Akjafjord. Oh, oi, oi, oi. Oh, oi, das wird schlecht, das da. Wir müssen dann auf jeden Fall den Laderaum ausbauen. Auf jeden Fall der Laderaum ausbauen, Freunde. Das ist nichts, das so. Wenn man sehr wahrscheinlich das andere Netz, können wir dann sehr wahrscheinlich abschreiben. 112.000. Gut. Das hat sich schon mal gelohnt. So, direkt wieder ablegen. So, stopp, stopp, stopp. Ah, okay, kann man nichts. Also ein Akjafjord kann man nichts machen. Müssen wir dann einen Hammerfest machen. Da leider auch mal höher.
der kann sich mal ein bisschen ausruhen. Boah, hoffentlich wird das Bastard jetzt noch mit dem letzten, also mal wenigstens das letzte machen. Boah, das sieht übel aus, das sieht übel aus, ey. Die ist doch entdeckt. Oh, dann halt eben nicht. Polarlichter. Warum hier mal die Mikro ein bisschen kleiner? Aber dann müssen wir auf jeden Fall den Laderaum erhöhen, weil das bringt einen Schritt weiter. Wir können jetzt nächstes Mal probieren, wenn wir jetzt den Fisch verpacken, ob man da noch mal ein bisschen Luft im Laderaum kriegen. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber wenn wir mal bei einem Netz schon das Boot voll haben. Aber Netzfische bringt auf jeden Fall mehr Drach wie Langleine. Ich muss mal gerade gucken, das war jetzt das. Welches Netz war das jetzt? Beschädigtes Netz. Ja, das war das 75 Meter. Hier sehen wir, jetzt haben wir noch ein 120 Meter Netz. Kriegen wir das überhaupt dann alles drin? Das ist jetzt die nächste Frage. Das bleibt jetzt abzuwarten. Aber Wawadak ist in der. Der ruht sich aus, ja. Wawadak hat eben schon 4 Esse gekocht. Also alle 5 Stunden gibt es ein Esse. Und da hatte ich dann in der Zeit die Karte bis aufgedeckt. Aber das dauert lang. Also bis ich das alles aufgedeckt habe. Ich mache das auch stellerweise ein bisschen offline. Stellerweise machen wir das zusammen in der Aufnahme. Aber das dauert schon mal hier, Mann. So, der kann. Ruht sich aus, jawohl. Schade, dass man auf dem Boot nur eine einstellen könnte, weil normalerweise wäre zwei besser. Dass einer dann ausnehme und der andere dann entweder kocht oder repariert. Ja. Nicht schlecht. Schon mal in Position gehen. Jetzt einhole, da ist er. So, jetzt haben wir es eigentlich gleich von irgendwo. Also ich sehe es nicht. Das Netz kann ich mal abschreiben. Ja, da ist noch ein Stückchen. Einfach weiter, okay. Ah, da vorne, jetzt sehen es. Da vorne ist es. Boah, zum Glück ist doch noch da. Auch schippelt. Oh.
So, jetzt muss ich aufpassen. Ja, das war klar. Das war, weil es lange im Wasser war. Ja, probieren wir es mal auch mit ausnehmen. Ja, da war noch ein Kabel drin, okay. So. Geiles Bild. Ja, aber wir waren das jetzt, achso. Okay, da ist es mir zu Hause, sehen wir ja. Lass ich noch ein bisschen Ausruhe gehen. So, wir fahren jetzt mal schnell noch Hammer fest. Dann müssen wir mal dringendst ein Netz reparieren und den Lagerraum ausbauen. Ganz wichtig. Ja, und der Kredit habe ich gesehen. Also wir können nur eine Kredit aufnehmen. Ja, 17.000, das war klar. Das war jetzt nicht so viel. So, Doc. Jawohl, reparieren, jawohl. So, Lagerraum. 70.000. 110.000, 150.000 für den nächsten. Motor, Radar wäre immer noch wichtig. Ein größeres Radar. So, jetzt haben wir das größte. Scheinwerfer ist eigentlich für mich jetzt uninteressant, würde ich sagen, weil ich so viel mit Arbeit Scheinwerfer mache ich nicht. Oh, der Lagerraum. Der nächste kostet 155.000. So, jetzt mal gucken, Netze. Repariert, so. 275 Meter, 220 Meter. Und einmal 165 Meter. Dann würde ich sagen, wenn wir da mal ein Netz verkaufen, einmal 75, zweimal von der Große. Okay. So. Achso, okay, da brauchen wir doch keinen, ja. So. Jetzt haben wir Stadt. Was haben wir da irgendwie? Oder. Ich bin ja schon am Überlegen, ob ich den Rubber Duck intauschen soll, aber ich glaube, der bleibt auf dem Boot. Ne, der bleibt. Rubber Duck, keine Angst, du bleibst bei mir. Ah, was haben wir denn hier? Hammerfest Bootsversicherungsgesellschaft. Da hat sich jetzt was getan. Vorsol Schiffsversicherungs AS, MG Schiffsversicherung. Schifffahrtsversicherung, ASA. Erstattung 60% des Bootswertes. 50%, 40%. Oder nehmen wir noch die ASA. Okay. Gut, sehr schön, sehr schön. Wenn man deine Boot verkauft oder so, mal, oh, ey, passiert irgendwas, gehen wir 60% des Bootswertes zurück. Dann haben wir nicht gerade so einen hohen Verlust. Weil je größer und moderner die jetzt werde, muss ich mich doch ein bisschen absichern, weil beim Opas altem Kutter war das nicht so schlimm.
War eh nicht mehr viel dran, kaputt zu machen, aber müssen wir jetzt auch mit ein bisschen Vorsorge. Community 2. Oh, was jetzt? Oh. Jetzt hatte ich fast die Aufnahme rausgehauen. Alter Schwede, ey. Eieiei. So, dann fahren wir nochmal. Zwar würde ich sagen. Fahren wir dort nochmal hin. So, ja. Zack, zack. Zack. Sprit, wo muss ich mir jetzt keine Gedanken machen? Irgendwas blockiert deine Schnellreise. Oh! Ei. Eine Hafenmauer. So, elegant umfahren. Jetzt aber. Schmeißen wir da nochmal ein Netz aus. Schade, dass man jetzt hier die Fischzone nicht so auf der Minimap sieht. Das finde ich ein bisschen blöd. Da könntest du vielleicht irgendwann mal noch ein Upgrade machen oder Update. Ja, haben wir noch ein bisschen. Vielleicht sind wir genau ins Fischzentrum. Von dem Fischfang. Ja, bisschen nach links. Wie gesagt, das ist halt schade, dass das hier in der Minimap nicht angezeigt wird. Vielleicht kommt hier irgendwann mal ein Update raus oder so und dann. So. Mal was gucken. Ja, dann machen wir hier, okay. So, wir haben jetzt raus. Suchen wir dann 150 Meter. Ja, komm. Los geht's. Also, man muss das ein bisschen ausgleichen mit der Taste. Dass er ziemlich gerade rausgeht. Muss man den Wellengang ein bisschen mitbrechen, merke ich gerade. Das
ist schon lange das jetzt. Das gibt Fisch. So, Freunde. Wir sind ja schon am Ende unserer Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich lege jetzt gerade noch schnell die zwei Netze aus. Obwohl, nee, Mama, es bringt ja eigentlich gar nichts. Dort haben wir den Laderaum erhöht. Also zwei Netze lege ich jetzt aus, drittes nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es zum Hest Fishing Bear und Sea. Bis dahin, ich wünsche euch was. Bis dann, macht's gut, erlaubt, tschüss.